Willkommen zurück zu Demon's Souls. Beim letzten Mal sind wir mit dem Turm von Latria quasi fertig geworden. Wir haben da allerdings noch eine kleine Kleinigkeit noch offen, die wir noch machen können. Und das hat dann wiederum was mit der Weltentendenz zu tun, komplizierte Zeug. Aber wir haben ja schon am Anfang von dem Turm von Latria quasi gesehen, so hey, da ist so ein Typ eingesperrt. Und diesen Typ können wir jetzt entsperren, weil wir haben ja eine weiße Weltentendenz in dem Gebiet und können ihn quasi befreien. Ob das klappt, ob ich das hinkriege, sei mal dahingestellt, weil die ganze Tentakel-Gesicht-Bippos, die sind ja natürlich halt auch da überall und nirgends und freuen sich, mich zu sehen. So in etwa. Aber so jetzt, das kriegen wir auch noch hin. So. Muss nur gucken, wo der jetzt genau ist. Denn das ist ja immer so ein Ding für sich. Wo ist der Penner? Orte finden in diesem komischen Labyrinth hier, ne? Ist ganz toll. Hier, Roundhouse Kick für alle. Nicht, dass die hier ein bisschen komisch werden oder sowas. Muss ja nicht sein. Müssen mich auch nicht anbeten oder sowas. Da haben wir den. Da hatten wir den. Ich weiß gar nicht, ob wir da lang müssen. Hallo. Hier gibt mir natürlich altes Gewürz oder frisches Gewürz. Irgendein Gewürz halt. Da vorne haben wir auch nochmal so einen. Nein, nein, nein! Oh! Oh, das war knapp. Oh, das war knapp. Da habe ich gerade gezeigt, ne, dass man hier nicht nur sterben kann, sondern auch überleben kann. Aber das ist manchmal so eine Sache. Okay, 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 okay. So, ich weiß jetzt natürlich nicht, in welcher Etage ich bin und ich weiß auch gar nicht, wo genau ich hin muss. Aber das ist ja irgendwie Standard hier in der Gegend. Da ist ja schon gar nichts Neues mehr. Aber wir kriegen das schon noch raus. Die Frage ist halt nur, wie lange es dauert. Wir können halt jetzt nur nicht unverhofft nochmal irgendwo rausfallen. Runterfallen, wie auch immer. Deswegen bin ich halt mal wieder ein bisschen vorsichtig. Hier ist mit Glück ein Geländer davor, sodass ich da nicht runterfalle. So. Weil jetzt hier, ne, in menschlicher Form halt irgendwo runterzufallen, wäre natürlich wieder fatal gewesen für die Weltentendenz, das hätte dann als Suizid gezählt und ja, ist, also ich würde nicht mal sagen, dass es halt so komplex ist, diese Weltentendenz, aber halt, es ist gewöhnungsbedürftig gemacht. Das ist so das, was mich halt an Demon's Souls so fast am meisten stört, sind diese ganzen Tendenzen kacke. Ich bin da echt kein Fan von. Überhaupt gar nicht. Ja, es ist quasi das, was halt Demon's Souls halt auch so ein bisschen besonders macht. Aber man muss es ja auch mal so sehen. Wenn das hier tatsächlich online wäre, dann hättest du keinen direkten Einfluss auf deine Weltentendenz. Dann ist die Weltentendenz dem ausgeliefert, was andere Spieler halt auch gemacht haben. Das ist quasi ein Sammelsurium aus allen Weltentendenzen, allen Spielern, die gerade online sind. Das ist so, ja. Das heißt, wenn viele halt irgendwie viel sterben, hast du halt echt ein Problem, eine weiße Weltentendenz zu kriegen. Im Offline-Modus sieht das halt natürlich anders aus.
Du bist ja jetzt auf der Etage unter uns, ja? Ich habe ihn ja jetzt schon gehört. Guten Mann. Weiß ich nur nicht, wo es hier runtergeht. Geht's hoch. Hier ist ja, glaube ich, der Anfang, ne? Kann das sein? Irgendwo hier? Nein? Ich bin verwirrt. Dadurch auch, dass ich runtergefallen bin, bin ich erst recht verwirrt. Alles nicht so einfach. Alles ganz und gar nicht einfach. Ich glaube, die einzige Tendenz, auf die du tatsächlich Einfluss hast, dann auch im Online-Modus, ist die Charaktertendenz. Wenn es darauf ankommt, was du halt dir selbst antust. Oder halt anderen in deiner Welt. Ihr merkt, ne, es ist verwirrend. Es ist verwirrend, ein bisschen blöd gemacht, gewöhnungsbedürftig gemacht und ja. Muss ich den jetzt lang? Ist das hier, wo man hier dann den Schlüssel gekriegt hat, damit man einmal ganz zurück an den Anfang geht, um dann wieder in die andere Richtung zu gehen? Ist gut möglich. Fällst du mal runter, ne? Es kann sich nur noch um Stunden handeln. Irgendwann kommen wir raus. Irgendwann. Mit Ö. Irgendwann. Ja, hören wir den Schrein erst nach 100 Pro, halt eine Etage tiefer oder sowas. Aber hier geht's halt hoch. Das ist halt verwirrend. Keilstein nicht. Wo genau bin ich denn jetzt eigentlich? Also ich habe ja auch schon welche getötet. Das ist ja schon mal gut. Geh weg. Stinkst, der Fisch. Okay, schlagen wieder welche nach mir. Weg finden hier in diesem Turm, ne? Es ist ätzend. So, hier sind wir vorhin schon lange gegangen, haben dann den hier getötet. Und da sind wir, glaube ich, irgendwo runtergefallen. Wir haben auch noch welche, die mich mit dem Messer erdolchen wollen, ne? Wenn ich mich nicht irre. Oh. Jo. So, ich höre wieder eine Glocke. Hier geht's runter. Und hier geht's da durch. Hier ging's ja dann, glaube ich, zu den Fricke. Nee, hier ging's noch weiter runter, genau. Hier geht's, wenn man ganz weit runter geht, dann da zu der Todesfalle hin. Und hier ging's wohin?
So, nee, hier ging es zur Todesfalle. Okay. Nur dezent verwirrend hier gemacht. Ganz dezent. Hier kann ich raus. Dann haben wir auch wieder so einen Freak. Okay. Habe das verbracht. So, die Tür war immer noch zu. Okay. Da hören wir ihn an der Tür rütteln. Help me. Dann verschlossen zu sein. So, jetzt müssen wir nur noch den Beppo finden, der einen Schlüssel hat. Hier geht die Tür jetzt auf. Wir haben eine Mondlichtsteinscherbe. Unbekannte Hellenseele. Unbekannte Hellenseele, okay. Das war nicht das, was ich suche. Die ist verschlossen. 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 Tür war fest verschlossen. Verschlossen. Gab's hier Türen, die habe ich noch nicht geöffnet, aber. Okay, wie war das dann hier? Dass wir ihn befreien können. Oh, ich glaube, ich weiß. Oder? Warte, 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 warte. Gehen wir hier nochmal runter. 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 Fiel nur mal durch, ne? Dann wäre noch der Lizard, aber ich laufe dem jetzt mal nicht hinterher. Hier die Tür, die hatten wir doch auch schon geöffnet, oder? War das nicht so? Ne, hatten wir noch nicht. Aufgeschlossen. Hä? Wo war denn hier der verdammte Schlüssel, Mann? Ich wollte doch hier befreien, ne? Ja, Pustekuchen. Dann halt nicht. Ich hasse dieses Gebiet hier. Also so von der Wegfindung her. Also theoretisch könnte ich ihn befreien. Ist auch pure weiße Weltentendenz. Ja, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo der Schlüssel ist. Ich weiß es nicht. Ich meine, letztendlich gibt er halt einen auch nur irgendeinen Scheiß, der sowieso irrelevant ist, aber hey. So haben wir hier nicht. Nicht die Vermehrungsstein. Keilsteinscherbe. Die Art Heimatknochen. Wo wir auch unsere Seelen behalten können und so. Gut, sind wir halt jetzt ungefähr eine Folge hier rumgelatscht und haben letztendlich nichts gemacht. Toll! Ja. Ist dann halt so. Dann. Lass mich überlegen. Was können wir welchen tendenzmäßig noch machen? Oh ja, wir haben was. Wir haben was. Etwas, wo ich halt auch, ne, nicht wusste, so, hey, wie komme ich denn da an den Gegenstand ran?
Das hat auch was mit Weltentendenz zu tun, was total Sinn macht. Nicht. Aber ja. Ist dann halt so. So. Erst einmal gehen wir da hin. Sagen wir guten Tag. Guten Tag. Und da rechts, da sehen wir schon, da steht auch jemand. Ist links das Skelett, das meine ich nicht. Ein Schlag, ein Toter. Schieb dich mal mit, ne? Hey, you over there. Hey, you seem to have your head about you. Come here. I have a proposal for you. Do not be afraid. You have much to gain. Aha. I am Satsuki. I seek a keepsake of my father. Have you seen the sword inscribed? Makoto, I will offer you demon souls if you can help me find it. Okay. The Makoto chooses its owner, but he who harbors self-delusions should at once be warned. The Makoto is no sword for the faint of heart. Satsuki. The Makoto chooses, but he, the Makoto... Oder halt auch im Japanischen wäre es dann, glaube ich, Satsuki. Und da das Uya dann dazwischen halt so ein bisschen wegduschelt. So, zurück zum Nexus. Wir müssen ein Schwert finden namens Makoto. Wo könnte es sein? Wo haben wir in diesem gesamten Gebiet halt einen Gegenstand, an dem wir bisher noch nicht rankamen? Hast du schon gesagt, Ja. Bitte warten. So. Hier war ja der Beppo. Also ist halt auch so ein Ding, ne? Von ihm hier, von seiner Seele, kriegen wir quasi diesen Fleischer-Schlachter-Messer-Dingens. Das ist einfach nur mit einem Knüppel halt zusammenpacken und schon hast du eine overpowerte Waffe. Und man kommt hier tatsächlich relativ einfach hin, selbst wenn man durchwascht. Und der Boss an sich ist nicht der schwerste. Ihr habt es ja gesehen. Einfach immer auf die Wunde draufhauen und dann ist er tot. So. Nehmen wir auch noch den Händler hier. Steht auch immer noch rum. Oh, hallo. I'm here to play. Ja, ja. Hast du noch irgendwas Tolles? Zunehmender Mondgras nehme ich mal. Was war denn das nochmal? All done. So. Ach komm. Sehe ich nicht. Wo ist der Tod denn hin? So wild, wenn man weiß, wo der Tod ist. So. Jetzt geht's runter. In die Seelengrütze. Und dann wollen wir nach da hinten hin, wo einst Patches rumstand. Und uns hier runterfallen lassen. Denn es gab hier einen Gegenstand, der hier oben auf dem Felsen lag. Und ich mir noch so dachte, so, hey, wie komme ich da eigentlich ran? Und eigentlich tut das Googeln davon. Nicht auf die Weltentendenz gekommen. Und da haben wir das Magieschwert Makoto. Oder Makoto. So.
Ich bin in dem Moment echt nicht drauf gekommen, dass es irgendwie mit Weltentendenzen zu tun hat, weil das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir denke so, was soll es damit zu tun haben, wie viel Bosse ich getötet habe und ob ich Selbstmord begangen habe oder sowas, weißt du, dann finde ich es schon sinnvoller, wenn halt irgendwo irgendwie komischen NPCs dann plötzlich rumstehen und so. Aber gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache, ich weiß es nicht. So, wo ging es denn jetzt hier wieder hoch? Irgendwo war doch hier auch eine Treppe, die wieder nach oben führt, oder? Hier geht es ja nur raus und weiter ins Verderben. Wandert. Jedes Mal suche ich hier, ne? Da geht's irgendwo durch. Dann gehen wir halt hier durch. Hier ist ja noch der. Was hier? Und der nächste. Der Geheimgang zum Farmen von. Was war's? Pure Klingenstein-Dingens. Da hätten wir, glaube ich, noch eine Echse oder was ist das? Das ist ein Schalter. Ich weiß gar nicht für was. Hatten wir den schon betätigt? Ich habe keine Ahnung. Na egal, wir gehen jetzt einmal zurück. Wir haben hier an sich ja alles erledigt. Wir haben sogar den Sturmkönig schon getötet. So. Machen wir jetzt hier schon wieder Krimskrams, bevor wir eigentlich weitergehen, ne? Oh, was muss, das muss. So, dann teleportieren wir uns wieder zum Anfang zurück und geben Satsuki das Schwert. Was dann natürlich halt auch wieder unsere Weltentendenz verändern wird, weil wir haben einen NPC getötet. Klingt komisch, ist aber so. Jo. Schön, dass wir darüber geredet haben. Hallo. Ah. You have found the Makoto, have you? Bless your good fortune. And, well, your good work. Now, just hand the Makoto over to me. Ja, okay. Yes. Yes. This is she. This Luster. It's finally mine. Except, could this sword really be as deadly as the rumors claim? There is only one way to find out. Natürlich. Kriegt er immer Schaden, super. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Ja. Bist ein Held. Hat das Schwert richtig verdient. Ja, und egal, was wir jetzt gemacht hätten, er hätte uns so oder so attackiert. Wir kriegen von ihm das Magieschwert Makoto dann wieder. Also egal, ob wir ihm jetzt das Schwert nicht gegeben hätten, ob wir es gegeben hätten oder ob wir es selbst getragen hätten und mit ihm gesprochen hätten. Er hätte uns auf jeden Fall immer angegriffen. Ich glaube aber, wenn wir es ihm nicht geben, dann hat er nicht ganz so ein starkes Schwert, aber hey. Ist halt so, ne?